Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Amnesia. Die Frau sitzt auch wieder bei mir. Jo. Mir sitzt der Schock noch immer in den Knochen vom letzten Part. Ey, die Frau, die hat sich nicht mal eingekriegt vor Lachen und ich brauchte erstmal eine Beruhigungszigarette. Boah, meine Fresse, ey. Ja, ich musste mir erstmal die Tränen wegwischen, die Lachtränen. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Weil ich habe gerade ein bisschen Orientierung verloren, wo uns die Vieh... Nee, hier ist das. Hier müssen wir lang. Wir sind wieder ganz am Anfang. Ah ja. Ach, da kommt jetzt erst der Rundgang, stimmt. Genau, hier ist der Rundgang. Das heißt, dürfen wir das mit dem Stein und alles jetzt nochmal machen? Anscheinend, so wie es aussieht. Können wir uns... Noch hörst du das Vieh ja nicht, ne? Wenn das Vieh überhaupt noch da ist. Ich nehme einfach mal hier einen Stein mit. Hallo? Achso. Und schmeiß einfach mal. Jetzt sitzt das Vieh jetzt hinter der Tür. Boah, hör mir auf, ey. Ich habe da echt nicht mit gerechnet. Ich wollte wegrennen, weil ich dachte, der kommt da jetzt gleich aus der Tür raus. Und dann kommt der von hinten angerannt und dann ging nichts mehr. Da war ich nur noch Opfer. Also da konnte ich auch das Headset nicht mehr aufbehalten. Da muss ich erstmal beruhigen und mir den Kopf festhalten. Meine Fresse, ey. Also wenn du auf dem Hocker gesessen hättest, wäre es hinten rüber gekippt, auf jeden Fall. Ja. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall schon mal draußen. Ach ja. Da ist die Tür. Ich glaube, da stelle ich mich auch jetzt mal hin. Viech ist weg, wa? Ganz schnell reinstürzen. Ist das Viech jetzt weg? Also ich höre es auf jeden Fall nicht. Ich versau, glaube ich, die ganzen Schockmomente mit meinen Toten. Ja. Weil das Wegrennen ist ja auch Nervenkitzel pur. Da haben wir die nächste Tür. Eine Leiter. Ja, ich denke mal, das Viech wäre uns hier durch die Türen gefolgt. Ja. Ja gut, dann nach oben. Gucken wir mal, wo es uns hinführt. So eine lange Leiter. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie uns in den nächsten Abschnitt führt. Was? Ja, hier dürfte aber normalerweise nichts passieren. Das Vieh wartet jetzt oben auf dich. Ey, mach mich nicht fertig. Ja, nächster Abschnitt. Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten dich dein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unten an der Straße oder gar vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Würde er das tun? Gut. Heiligsbleche. Wieder ein Raum mit vielen Türen. Mit viel zu vielen Türen. 4 Stück. 1, ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal die so halb offen ist, wa? Scheint aber... Ah, schön. Scheint aber ein relativ sicherer Raum zu sein, wenn hier so viel Licht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier direkt ein Viech auftaucht. Und wenn, dann ist das wieder mit ganz viel Rennen verbunden. Was ich ja so... Wolltest du hinrennen? Was ich ja so gut hinkriege mit dem Rennen. Ich starre immer so zur Salzsäule, wenn so ein Viech auf mich zukommt. Ich scheine hier aber wieder oben in der Burg zu sein. Ja. Zumindest in einem Teil der Burg. Da haben wir schon mal wieder eine Zunderbüchse. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Einfach nur eine kostenlose Zunderbüchse. Ist das ein Kopf? Ne, ein Stein. Sah gerade ein bisschen aus wie so ein Gesicht. Ja, du hast ja deine Fantasie. Welche Tür nehmen wir? Die hier, ne? Mann. Steine. Oh, ich finde es ganz geil, dass ich mich teilweise so sehr erschrecke. Das finde ich macht das Spiel noch ein bisschen sympathischer, beziehungsweise das Let's Play. Ja. Damit kann ich auch zeigen, dass ich auch ein Mensch bin und keine Maschine. Da ist schon wieder eine Tür, das ist doch uncool. Oh Gott, es wird immer dunkler.
sind wir denn da? Ich weiß es nicht. Ach du heilige Scheiße. Nee, ich... ich weiß nicht. Hier geht's auf jeden Fall runter. Oh Mann. Kann man da was sehen? Eine Wendeltreppe. Scheiße. Nee, ich würde sagen, wir gucken uns erst in den anderen Türen um. Ja, Hauptsache da haben wir nicht den gleichen Schatz. Ja, dann müsste es ja irgendwie ein Rundgang dann sein. Ich laufe mal wieder ein bisschen. Immer nur dieses geduckt gehen ist auch ein bisschen lahm. So, wir waren, da waren wir schon drin, ne? Ja. Gut, dann gehen wir hier jetzt einfach mal die ganzen Türen ab. Auch wieder so ein dunkler Raum. Ich hasse diese dunklen Räume. Das ist ein Hebel. Aha. Nein, das sind mehrere Hebel. Oh, 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 oh. Schön, 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 schön. Ja, da ein bisschen Öl. Ja, wieder ein Tröpfchen Öl dazu. Das mit den Hebeln, da habe ich immer so einen Respekt vor, weil die dann immer so einen Krach machen. Da hab ich einen Zettel. Wir gucken erstmal die Zettel an. Life walk is 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Aha, Alexanders Tagebuch 1 von 1. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Direkt die Hebel mal versuchen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass da direkt was funktioniert, aber wir testen es mal. Etwas scheint mit der Maschinerie nicht zu stimmen. Okay. Aha. Dann wird der wahrscheinlich auch nicht zu funktionieren, ne? Ja. Gut, was haben wir denn als Eintrag direkt? Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Ach. Gut. Das heißt, hier können wir im Moment noch nichts machen. Das heißt, uns bleibt jetzt nur noch die Tür, die jetzt hier zur Rechten liegt. Kann das sein? Ja. Ich mache die Türen bewusst nicht mehr ganz auf, damit wir uns da ein bisschen durchquetschen können und dann uns vor dem Monster verstecken können. Aha. Rührt sich nicht. Oh, da kam ein Stöhnen. Mach auf! Ach, schade, geht nicht. Auch nicht mit Rütteln. Ja, dann müssen wir da runter. Ja, müssen wir durch den Gang. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass wir da auch wieder zurück müssen, um die Hebel zu ziehen. So, hier den Gang lassen wir dunkel, aber hier mache ich mal an, wa? Ja. Wir haben ja so viele Zunderbüchsen, das ist ja... Ja. Da ist... Ich gehe jetzt bewusst geduckt, weil... Wir schleichen uns die Treppe hoch. Ich finde es ein wenig gruselig. Da ist noch ein Feuer. Soll ich das mal anmachen? Was meinst du? Komm, wir erleuchten die Fackeln, die Treppe einfach mal. Wir können uns ja trotzdem im Dunkeln verstecken, zwischen den Fackeln. Ja. Ich glaube, die lasse ich aus. Die nächste, die ich sehe, mache ich wieder an. Können wir hier schon irgendwas sehen? Das ist jetzt die Frage, mache ich die an? Damit hier unten so hell. Scheiß drauf. Drauf geschissen. So, also Fass. Ah, ich versuche jetzt immer so Fässer aufzumachen, weil da Flüssigkeiten drin sein könnten. Von Might and Magic. Legacy. Ah. Ja, es kommt davon, wenn man so viele Sachen gleichzeitig zockt, ne? Ist man dann ein wenig verwirrt. Ist nicht
denn da? Steine? Mhm, noch mehr Fackeln. Hm. Oh, zwei Zunderbüchsen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Tatsächlich. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein alter Lagerraum, ne? Mhm. Gut, hier ist aber nichts mehr. Aber hier kann man sich gut verstecken unter der Treppe. Ja. Deswegen lasse ich die Fackeln einfach mal aus, die hier am Rand überall sind. Das hat jetzt auch nicht gerade viel Sinn gehabt, ne? Was? Ach, da geht's noch weiter. Ja, sicher. Was sagst du denn? Hier ist wieder eine Tür. Ja. Ich freu mir. Die habe ich gerade gar nicht gesehen, deswegen habe ich gesagt, hat nicht viel Sinn, aber okay. Oh Mann. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything, Alexander. Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Ob das Monster der Typ ist, mit dem die Experimente gemacht haben? Könnte fast möglich sein. Oh mein Gott, es wird immer heller. Heller? Ironisch. Ach so, oh, du sprichst ironisch? Ja, ich bin Mr. Ironica. Oh Mann. Ich kann mich gar nicht ducken, oder? Ah. Ich konnte mich nie... Das sind echt komische Geräusche hier. Oh Mann, Fackeln, wohin das Auge reicht. Eine vernagelte Tür? Können wir damit irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Doch, da haben wir irgendwas. Labor stand da. Sie rührt sich nicht. Können wir da... Haben wir... Kann hier nicht verwendet werden. Das sieht schon alles irgendwie ein bisschen komisch aus. Die Geräusche sind die Schaufel ganz bestimmt nehmen. Vielleicht kannst du damit die Bretter vor der Tür wegmachen. Nee. Später. Die, sonst hätte ich die jetzt direkt im Inventar, aber ich die nur hier sonst mal aufheben. Ach so. Naja. So, gucken wir mal. Wo sind wir denn hier? Hm. Sieht schon... Ach du Scheiße, was ist denn da? Da bomselt einer rum. Du bist ja lustig drauf, da bomselt einer rum, sagt sie. Ja. Ich hätte sagen können, der bommelt da rum, aber das hört sich doof an. Oh, guck mal, da ist Öl. Was ist denn da? Das fühlt sich wieder so maschinig an. Ja. Scheint hier irgendwo hinter der Wand zu sein oder... Oh, da oben ist was. Da ist die Maschine. Ja. Ups. Kommen wir da auch hoch? Was ist denn das? Eine Laterne. Kommen wir da hoch? Irgendwas muss hier ja sein. Dafür musst du vielleicht noch irgendwas auf den Tisch stapeln, um darauf zu kommen. Das könnte natürlich auch wieder sein. Dass du da so eine Kiste nehmen musst oder so. Was haben wir denn hier? Oh! Oh! Help me. Who's the switch? Next to me. Gottes Willen. Der sieht schon so bär aus. Oh. Den Schalter neben ihm. Switch. Sollen wir das mal machen? Please. Und wenn er dann frei ist, fällt er uns an? Komm, wir benutzen den einfach mal. Help me. Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Whom are you being? Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my. So Babylon shall spricht der mit uns? Ja. You hurry too much. Alexander is toothless without an arm. He has one. That's
That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable, but guess why more? It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oath, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oath and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Ach du Scheiße, sechs Teile sollen wir jetzt finden. Ja, im Altarraum und im Querschiff. Können wir sonst noch was machen? Nein, aber. Nee. Dada, I hate to bother you further, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Heim, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help me. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. Noch mehr. Mein Gott, können wir noch was machen? Puh. Also ein Tonikum? Whatever? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Ah, okay. Gut, liebe Freunde, an dieser Stelle würde ich aber sagen, machen wir einen kurzen Cut. Oh. Cornelius Agrippa. I was once quite important, you know. Baron Alexander has sustained my soul in this dead husk for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Mein Name ist Crazy Bane. Und ich bin Lady Angel. Wir sind für heute raus. Ciao!